Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, Germanico mit der 71. Folge von Elex. Ich wollte schon wieder sagen, gut, ja, zwei ruhig Spaß, weil ich die letzten 2-3 Wochen nur das aufgenommen habe. Nein. Ja, noch ein. Komm. Alter, wie kann er mich treffen? Ja, Lucky Shot hoch 10, ey. Aha, ich will doch schon da rein. Ich mach das schon. Das waren die 100. Los geht's. Banditenanführer. Mann. Du lernst mich gleich kennen. Ja, du lernst mich auch gleich kennen. Ich hau einfach, ich schmeiß einfach Handgranaten rein. Handgranaten. Okay. Jo. Na, warte. Keine Munition mehr. Wechsel doch die Waffe. Warte.
Haben wir jetzt alle wirklich... Ach, einer lebt noch. Da ist der Captain. Alter! Alter, was? Ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Wo steckt er? Den haben wir. Wo steckt denn der jetzt? Das ist die nächste Frage. Kriegst du das hin, Doras? Komm. Okay. Flammenwerfer Typ B, zwei Handgranaten, 9 große. Wow. Nutzen. Okay. Oh, holy shit. Oh, ich. Shit. Das war jetzt, ach ja. Schnellspeicher. Nicht vergessen. Hier liegen noch einige andere Leichen rum. Granaten habe ich jetzt wieder welche. Wo seid ihr? Quick zuweisen. Ach ja, das war das. Ah, hier. Ah, jetzt habe ich 2 Flammenwerfer der Typ B. Okay. Halt ja aus. Mann. Hacken. Ah, die 8 ist größer als 6. Die 6 ist größer als 3 und die 3 ist gleich 3. Alles falsch, okay. Dann die 9 ist größer als die 5, die 5 ist größer als die 2 und 2 ist gleich 2. 9 ist schon mal richtig. Hm. 7, 7 ist größer als 0, 0. Geht doch. Oh. Metallschrott. Und 88 Geldbindel. Wenigstens noch zum... Ich leg mich mal bis zum nächsten Morgen hin. Wie ich will Cell haben. Also im Dunkeln hier... Was zu machen ist die...
Graus. Ist wirklich ein Graus. So. Die zwei habe ich schon leer gelootet. Oh, ein Heiltrank. Cool, meins. Dann gehen wir mal darauf. Hier werden Helden geboren. Ob da ganz oben was ist? Erstmal ein Krug. Foto. Von einem Piranha-Balzmacher. Zigaretten nehmen wir immer mit. Bringen jedenfalls Kohle. Heute auch. Sonst hier noch was. Bin ich jetzt da? Wo ich sein wollte? Jo. Okay. Out. Schaffen wir es bis da hoch? Okay, also hier ist soweit nichts mehr. Da aber, ach, das geht's rüber zum Wasserfall. Dann werden wir uns mal auch die andere Seite angucken, würde ich sagen. Oder haben wir hier noch was? Jedenfalls sind hier noch einige Container. Da liegt was, glaube ich. Ruinen ohne Befestigung. Wenig ehrenhafte Epoche. Da schwimmt was? Hm. Yep. Elixid. Dann gehen wir mal rüber. Aber das ist auch so wahnsinnig. Halt. Schnell speichern. Wer weiß, was da jetzt aus dem Wasser auftaucht. Godzilla oder irgendwie. Beschaulich. Und als nächstes gehen wir dann zum darunter. Trank, meins. Also Autofracks haben sie. Gut gesinnt oder böse? Kleriker. Oh, ja, ein Kleriker. Moin. Ein Kämpfer aus Edan. Das ist ja eine Überraschung. Auch wenn mir nicht gefällt, was ihr mit eurer Elex-Magie tut. Unsere Magie basiert auf Mana, nicht auf Elex. Ach, ihr macht da einen Unterschied? Solange sie Banditen töten kann, ist es mir egal. Aber wir haben gerade ganz andere Sorgen. Sag, was willst du von mir? Wieso seid ihr hier? Unsere Mission ist es, Abessa zu überwachen. Wie du vielleicht weißt, gibt es nicht sehr viele Kleriker. Wir müssen diesen Krieg durch Klugheit gewinnen. Falls die Alps in Abessa mobil machen sollten, sind wir diejenigen, die sie hinwegspülen werden. Mhm. Wieso sollten die Alps mobil machen? Die Frage ist nicht wieso, sondern wann. Wenn es hart auf hart kommt, werden wir diesen Damm sprengen. Und das Wasser wird mit der geballten Kraft von Kalans Faust die Alps treffen und nichts von ihnen übrig lassen. Dabei könnten Unschuldige sterben. Dann war es Kalans Wille. Wir dürfen uns keine Schwäche erlauben. Bevor Ignadon fällt, muss uns jedes Mittel recht sein. So hart diese Entscheidung auch sein mag. Mhm. Ihr habt Probleme mit Banditen? Wie ich dir bereits erzählt habe, sind wir hier, um den Damm zu sprengen, wenn es nötig wird.
Aber da kein Mensch so eine schwere Entscheidung alleine treffen darf, gibt es zwei Zünder für die Bomben. Und da liegt das Problem. Einen der Zünder haben wir und den anderen haben diese verdammten Banditen. Klingt, als wäre der tolle Plan mal so richtig in die Hose gegangen. Bei dem, was auf dem Spiel steht, ist es ein schlechter Zeitpunkt, darüber Witze zu machen. Was passiert, wenn die Banditen die Bomben zünden? Glücklicherweise haben wir uns dabei etwas gedacht. Man kann die Bomben nur zur Explosion bringen, wenn beide Zünder gleichzeitig betätigt werden. Leider wurden wir von ihnen überrascht und mussten fliehen. Den Zünder haben wir vergessen. Vergessen? Ich habe ihn auf dem Tisch liegen lassen. Aber seien wir mal ehrlich, das Ding wird nie angefasst. Da kann es schon mal passieren, dass man nicht dran denkt. Das wäre Egon auch passiert. Naja, wenigstens können sie die Bombe nicht zünden ohne den anderen Zünder. Also haben wir genug Zeit, uns zu überlegen, wie wir die Banditen jetzt wieder aus unserer Tankstelle vertrieben bekommen. Wir bekommen mal darauf eine Chance, gegen Banditen zu haben, wenn ihr bereits einmal vor die ihn flieht. Wo finde ich die Banditen? Was bekomme ich dafür, wenn ich helfe? Ich werde dafür sorgen, die Banditen sind alle tot. Die Banditen sind alle tot. Kalan scheint heute auf unserer Seite zu sein. Wir werden sofort eine Nachricht nach Ignadon schicken, damit sie uns Verstärkung schicken. So etwas darf nie wieder passieren. Wenn du möchtest, dann darfst du alles behalten, was du bei den Banditen finden kannst. Wir haben dafür keine Verwendung. Sehr gut. Es kommt nicht oft vor, dass man hier andere Menschen trifft. Dann erzähl mal, aus welcher Richtung kommst du? Aus Abessa oder Ignadon? Aus Ignadon. Wirklich? Hast du auf deiner Wanderung hierher zufällig einen Suggestor namens Rainer getroffen, der neue Rekruten akquiriert? Wir brauchen hier dringend Verstärkung und er hat uns versprochen, den nächsten Anwärter zu uns zu bringen. Aber das ist gefühlt schon einen ganzen Zyklus her und er hat nichts mehr von sich hören lassen. Also, hast du Rainer gesehen? Nein. Habe ich auch nicht wirklich erwartet. Aber Fragen... Wolltest du etwas Bestimmtes von mir? Nö. Ja. Wir gehen jetzt erstmal da hinten lang, weil... Aber wir haben erstmal wieder ein paar Erfahrungspunkte bekommen, um ein Erzberserker zu werden. In den Hintergebiet. War hier nicht auch noch irgendeine Art Ruine? Da hinten ist eine. Und wir verbissen uns von hier. Ja, gegen drei anzukommen wird jetzt ein bisschen schwierig. Aber wir gehen mal da lang. Wollt ihr spielen? Da kommt her. Und der ist tot. Und der zweite. Was passiert, wenn man mit mir spielt? Noch einer zum Spielen. Und zack. Oh, dieses Erforschen. Ich liebe solche Games, wo man viel erforscht. Stimmt, da war das Haus. Komm. Dora, schön, dass du auch mal einschreitest. Hm.
jetzt ein bisschen größeren Trank. Oh, nur ein bisschen. Guck hier auch mal hier unten. Aber ich scheint soweit nicht zu sein. Ich will dahin was. Ich will wissen, was da hinten ist. Dann den Damm runter und dann machen wir uns auf die Mission. Na komm. Ausgewichen. Oh, tat das weh? Ich hoffe. Der kann ja auch ausweichen. Das aber nicht. Was haben wir denn da? Rucksack? Kann ich da auf den Rucksack zugreifen? Komm. Scheint leider nicht so. Okay. Warum ist hier ist es ja dahin. Sieht auch wie eine kleine Festung aus. Oh, da wollte sich nicht im Pupiksten lassen. Wir wissen, was das ist. Ein komischer Ort. Auf der einen Seite eine schöne Farm an einem schönen See, andererseits... Wieder ein Fremder. Ich hoffe, du bist nicht hier, um dich an unseren Vorräten zu vergreifen. Deine Leute haben das letzte Mal schon so gut wie alles mitgenommen. Das war's also mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sag wie immer zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Geh mal die Co. Bis raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.